Hallo, ich möchte dich heute mitnehmen ins Gebet. Wir haben über die Heilige Schrift gesprochen, aber das Beten ist seine zweite ganz, ganz starke Säule. Und Jesus hat ganz besondere Verheißung auf das Gebet gelegt. Auch bei Paulus finden wir, dass das Erste und Wichtigste sei, steht, glaube ich, im Timotheusbrief, habe ich gar nicht nochmal nachgeguckt. Ich verwechsel manchmal Timotheus und Titus, dass das Erste und Wichtigste, was die Gemeinde tun soll, ist beten. Deshalb ist auch Gottesdienst so wichtig, dass wir beten, dass wir bitten für die Welt, dass wir bitten für die Kirche, dass für den Glauben, für das Wohlsein der Menschen, für die Herzensveränderung von uns allen. Dafür zu beten ist so wichtig. Und auch als Christen dürfen wir uns nicht einbilden, wirklich von uns aus besser zu sein als die Menschen, die anderen Menschen, die nicht glauben. Von der ethischen Seite her nehmen wir uns alle unglaublich viel vor. Übrigens auch zum Teil die Atheisten oder die nicht an eine Existenz Gottes glauben, sagen wir es mal so. Es klingt nicht so etikettenhaft. Aber hinzugehen und Gott um eine Transformation zu bitten oder um eine Leitung zu bitten, dass er dich leitet und dass er dich trägt und dass du mit ihm einen Weg gehst, das ist unglaublich wichtig. Also ganz ehrlich, Bibellesen ist wunderbar und essentiell. Es ist nötig, alleine um Gott besser zu verstehen. Aber eine starke emotionale Verbindung kommt, oder stärkere, müsste ich sagen, auch beim Bibellesen kommt zumindest bei mir eine emotionale Verbindung auf. Eine stärkere emotionale Verbindung kommt noch durch das Gebet. Ich will nur drei Bibelstellen dazu dir ans Herz legen. Einmal Markus 11, Vers 24, folgende. Wenn ihr um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitten schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Das erinnert an das Vaterunser. Im zweiten Teil. Und im ersten Teil, das klingt wie ein Automatismus. Gemeint ist etwas anderes. Das heißt nicht, du betest für einen Geldsegen und der Geldsegen kommt, sondern dass du in der Wahrheit Gott sagst, wo deine Nöte liegen. Herr, ich komme mit meinem Geld nicht aus. Oder Herr, ich habe meine Krankheit macht mir unglaublich zu schaffen. Oder was auch immer, was es ist, dass du die nicht darum bittest, was er dir gibt, sondern dass du darum bittest oder dass du ihm darstellst, wie es dir geht und wo du Hilfe brauchst. Das finden wir im Wesentlichen auch immer in den Psalmen wieder. Da kommt es auch schon mal zu konkreten Bitten. Manchmal sind die auch sehr rabiat, dass die Feinde umgebracht werden sollen und Ähnliches. Das bleibt bei unseren biblischen Lesungen in der Kirche immer ausgelassen. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich, dass jemand sagt, Herr, ich schreie zu dir in meiner Not und ich brauche Hilfe. Und das gilt auch, wenn es weniger um Nöte im eigentlichen Sinne geht, sondern um Lebensführung geht, um Lebensfreude. Wie viele Menschen leiden zurzeit darunter, dass sie keine Lebensfreude haben. Dass die Last, dass die Verantwortung, dass die Lebensumstände so schwer sind, dass sie es kaum ertragen können. Du bist jetzt hier mit mir in meiner privaten Kapelle. Da steht leider noch ein Schrank von meiner Mutter, von dem ich mich nicht trennen konnte, den ich die ganze Zeit bewahrt habe und der da eigentlich gar nicht hingehört. Aber an dem gucke ich immer vorbei. Ich gucke auf das Kreuz. Das ist ein Taizé-Kreuz, das ich aus meiner Jugend aus Taizé kenne. Und hier kann ich beten, aber eigentlich, komme ich gleich noch zu, kann man überall beten. Mir fiel mal auf der Toilette ein, ich war gerade beim Händewaschen, fing ich an zu beten, ganz unwillkürlich. Und da sagte ich, oh Herr, ich glaube, das ist jetzt die falsche Situation. Ich warte, bis ich draußen bin. Und dann glaubte ich tatsächlich, ich glaube auch, es stimmt, zu hören, dass Gott sagt, du kannst mich überall anbeten. Dein Körper ist für mich nicht schmutzig und ich habe dich erschaffen. Ja, das war also, ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt, das klingt vielleicht sehr merkwürdig, aber es war wirklich so. Zweite Bibelstelle, Lukas 6, 27. Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen.
und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Darin kommt ein Mitgefühl, eine Fürsorge, ein Ringen um die Menschen, auch der Versuch einer spirituellen Versöhnung kommt hier zum Tragen. Dass du sagst, Herr, diese Menschen machen mir das Leben schwer und glaub mir, solche Menschen gibt es in meinem Leben auch. Und für sie bete ich und dadurch wirst du spirituell mit ihnen verbunden. Durch den Geist, der dir Mut und der dir Kraft gibt und der dir die Weitsicht gibt, diesem Gebot Jesu zu folgen und für diese Menschen zu beten, das macht etwas. Das ist eine ganz wesentliche Qualität von Versöhnung, dass man für diese Menschen beten kann, die man eigentlich betet für die euch hassen. Er sagt, die euch hassen, wir sollen nicht hassen. Wir können die Haare rauf und sagen, oh Gott, was ist denn mit diesen Menschen los und warum sind die so und warum sind die so verbohrt? Und man sieht den Balken im Auge des anderen immer leichter als im eigenen. Und die letzte Stelle liebe ich sehr, Johannes 4, 23, 24. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen, da wird der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt, er ist machtvoller Geist. Und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Darin lesen wir zweierlei oder vielleicht mehrere sogar. Das eine ist, primär beten wir den Vater an. Aber wir können auch Jesus anbeten und den Geist anbeten. Der Geist ist ja etwas, jemand ist der Teil Gottes, der direkt bei uns ist und der das auch überträgt. Aber der Vater ist sicherlich der primäre Partner unserer Anbetung. Und gleichzeitig heißt es darin, vom Geist erfüllt kannst du tatsächlich überall beten. Und überall hört Gott, was du sagst. Man könnte sagen, du bist, ich sage jetzt mal ein banales Beispiel, du bist eigentlich wie ein Handy, das immer sendet und immer auf Empfang ist, egal wo es ist. Und bei Gott gibt es keine Lücke des Empfangs durch einen Sendeturm, sondern Gott ist immer auf Empfang. Und gleichzeitig im Geist anbeten. Das heißt, dich auch im Gebet leiten lassen vom Geist Gottes. Das kann man sich nur vornehmen. Ich will dazu gar keine praktische Anleitung geben, sondern verbinde dich mit dem Geist Gottes und dann fang an zu beten. Sehr wertvolle, finde ich, für mich war das eine sehr wertvolle Entdeckung, so zu beten. Einen gesegneten Tag.